Seit Dienstag wird es ja eng für die heimischen Autoraser. Das neue Gesetz soll Autolenkern durch höhere Strafen vom Schnellfahren möglichst abhalten. Doch die Österreicher fahren einfach gerne schnell und wollen das auch weiterhin tun. Deswegen rüsten viele Autofahrer jetzt nach. Mit neuester Software lassen sich nämlich Navigationsgeräte ganz leicht zu Radarwarngeräten umbauen. Sogar der Handel mit den in Österreich illegalen und verbotenen Funkradarwarnern boomt seit Dienstag. Meine Kollegen Nicole Hettesheimer und Georg Grabner berichten über das Rasen um jeden Preis. Freie Fahrt, das wünscht sich Josef Puckmeier. Der Linzer vertreibt Radarwarngeräte übers Internet. Das Geschäft boomt, vor allem seit den höheren Strafen für Verkehrssünder. Man hört mehr von Laserpistolen und mobilen Radargeräten und das schreckt den Kunden. Für Josef Puckmeier sind die Radarwarner eine Goldgrube. Denn trotz schärferer Gesetze wollen die Österreicher weiterhin aufs Gas drücken und setzen deshalb vermehrt auf mobile Radarwarngeräte, obwohl die Nutzung in Österreich verboten ist. Illegal ist es deswegen, weil diese Radarwarngeräte aktiv aufspüren, ob ein Radargerät aktiv ist, also scharf ist und sie blitzen würde. Im besten Fall spart sich ein Raser durch einen Radarwarner die neue Mindeststrafe von 70 Euro. Doch wird man als Lenker mit einem Funkwarner erwischt, kann das auch schon mal 4.000 Euro kosten. Die Kunden von Josef Puckmeier riskieren den Kauf trotzdem. Gerade für Vielfahrer, dass ihnen der Führerschein nicht genommen wird. Die nicht strafbare Alternative zu Radarwarngeräten sind Navigationsgeräte mit eingebauten Radarwarner. Diese GPS-Navigationsgeräte zeigen lediglich, wo fix installiert die Radarfallen stehen. Die beste Vorsorge ist aber immer noch, sich an die vorgegebene Geschwindigkeit zu halten.